dieser Folge haben wir eine Überraschung. Für unsere Mutter zum Muttertag. Wir wünschen euch viel Spaß. Oh, wie jeden Tag geht es auch wieder zu den Sauerlichs heute. Das Auto steht zumindest da. Dann dürfte Tom zu Hause sein. Adam, es hat geklingelt. Ich gehe. Hallo Adam. Hallo. Ich habe ein Paket für euch. Hol bitte mal deinen Papa. Ich komme. Hallo Amelie. Merkwürdig, das Paket ist so klein, das kann nicht die Überraschung sein. Draußen wartet noch ein LKW, Tom. Ich glaube, der will zu euch. Oh ja, das wird es sein. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Komm, Adam, wir gehen hin. Moin, Lieferung für Sie. Super, ich muss nur noch das Auto aus der Garage fahren. Dort rein bitte. Wäre super, wenn Sie es direkt in die Garage stellen könnten. So, dann wollen wir mal. Jo! Oh, geschafft! Au, oh, ruck! Vielen Dank für den tollen Service. Alles gut, gerne. Tschö mit Ö. Tschüss mit Is. Tschüss und nochmal vielen Dank. Komm, Adam, wir holen Darian und Lilly aus dem Garten. Juhu, ich liebe Schaukeln. Lilly, schieß den Ball mal, ich halte ihn. Pass auf, das wird hart. Das war ein faires Unentschieden. Darian, Lilly, Mamas Überraschung ist da. Helft ihr bitte beim Aufbauen? Ich liebe was zu bauen. Wir müssen doch helfen, dass es klappt. Das ist die Lieferung. Da haben wir ganz schön viel zum Aufbauen. Lasst uns loslegen. Das kriegen wir bestimmt hin. Na, dann mal los. Lasst uns anfangen. Wo ist der Aufbauplan? Das machen wir so. Ich messe mit. Ob wir das schaffen? Das sieht schwieriger aus, als ich dachte. Jo, wir schaffen das! Ich will für Mami den Kaffee machen. Ich bereite Marmelade und Käse vor. Ich Brot. Und ich bin der Blumenmann. Ach so, denkt noch bitte daran, dass ihr Mama nachher in den Garten führt. Das wissen wir doch. Doch. Wo ist die laktosefreie Milch für den Kaffee? Natürlich im Kühlschrank. Wo denn sonst? Nein, die ist nicht im Kühlschrank. Ich habe sie bereits nebenhin gestellt. Ich hatte heute Morgen schon 2 Kaffee. Das frühe Aufstehen bin ich nicht so gewohnt. Ich habe sie, jetzt kannst du sie in den Kaffee machen. Mama gehen. Ja, wir wecken sie. Alles Gute zum Muttertag. Guten Morgen. Was ist denn hier los? Alles Gute zum Muttertag. Ich habe für dich einen Kaffee gemacht und eine Blume. Ich hab's lieb. Und die Tasse Kaffee darfst du noch im Bett trinken. Ach, das ist so schön. Ich hab euch auch alle ganz doll lieb. Wir haben noch eine Überraschung für dich. Na, da bin ich aber gespannt. Erstmal noch danke für den leckeren Kaffee. Ich ziehe mir rasch noch etwas an und komme dann zu euch. Yeah, das ist der Hammer! Nein, das ist ein Strandkorb. Strandkorb.
alles Liebe zum Muttertag auch von mir, mein Schatz. Sehr nett, danke schön. Den hast du dir doch schon so lange gewünscht. Die Kinder haben fleißig beim Aufbauen geholfen. Deswegen ist er auch so gut aufgebaut. Und deswegen sieht er auch so schön aus. Setz dich. Ach, der ist nicht nur hübsch anzusehen mit dieser Farbe, sondern auch richtig gemütlich. Ach, jetzt kann der Sommer kommen und damit die erste Party. Damit du dich mit Papa auch mal zurückziehen kannst. Das ist ganz lieb, mein Schatz. Das war wirklich eine hervorragende Idee von euch. Damit du dich wie am Meer fühlst, haben wir Sand aus unserem Sandkasten genommen. In unserem Planschbecken kannst du dich abkühlen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr. Das ist ein toller Muttertag. Wobei ja jeder Tag Muttertag ist. Auch meiner lieben Mama alles Liebe zum Muttertag. Liebe Mama, ich wünsche dir ebenfalls alles Liebe zum Muttertag. Unsere Mami hat sich sehr gefreut. Und wir haben uns gefreut, dass sich Mama so doll gefreut hat. Seid doch an Muttertag einfach ein bisschen lieber. Als ihr es ohnehin schon seid. Abonniert unseren Familie-Sauerlich-Kanal. Bis zum nächsten Mal.